Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Viele Menschen haben durch viele Maßnahmen der letzten Wochen, Jahre und Monate gesundheitliche Herausforderungen auf vielen unterschiedlichen Gebieten, teilweise auch sehr dramatisch. Allerdings, wie wir es schaffen können, wieder den Körper in Balance zu bekommen, mithilfe der TCM, das besprechen wir heute mit unserem Arzt Dieter Hölle. Bleiben Sie dran. Hallo Dieter, schön, dass Hallo, du wieder grüß da bist. Corinna. Ja, ist ja natürlich ein sehr heikles Thema. Da werde ich nicht alle Worte nennen, weil wir einfach da auch nicht, weil wir das Video einfach ausstrahlen wollen. Ja. Ja. Wir haben natürlich viele Folgeerscheinungen nach den letzten Monaten und Jahren bekommen und würde mich natürlich auch mal interessieren, was dir so aufgefallen ist. Wir haben natürlich eine klassische Erkrankung gehabt, ohne chemischen Beitrag, wo man sagt, okay, da spricht man jetzt über ja die Nachwirkungen von Grippe wie Müdigkeit, chronische Antriebslosigkeit, die ist ja auch wirklich da. Und dann gibt's natürlich noch andere Sachen. Jetzt fangen wir erstmal mit dem ersten Symptom an, gehen wir mal davon aus, wir waren wirklich gesund und uns hat dann wirklich diese Welle erwischt, wo dann auch wirklich viele sagen, boah, danach kam ich gar nicht mehr so richtig in die Gänge. Ja, also wir sprechen dann von Vitalitätsverlust bei diesen Menschen und es ist immer der Faktor, dass man spät bemerkt, wenn ich meine Vitalität loswerde. Zumal tatsächlich früher auch, wie von dir gerade auch schon erwähnt, Grippe auch so Symptome hatte danach. Also ich kann mir erinnern, wie Patienten kamen, jetzt habe ich vor 8 Wochen Grippe gehabt und bin immer noch so akut erschöpft, ich habe keinen Antrieb, ich bin lustlos, launisch, ungut zu haben. Das gab es da auch schon. Aber jetzt haben wir noch die mit speziellen medizinischen Maßnahmen behandelt wurden und die auch dadurch ihre Nachwirkungen hatten. Vieles war hilfreich, vieles war belastend und vieles war auch oder ist geblieben. Ich kenne immer noch Menschen, die trotz Krankheit, trotz diesen ganzen Maßnahmen, die es gab, bis zu den strengen Maßnahmen in Krankenhäusern, die immer noch leiden unter diesen Symptomen. Gerade unter diesem erwähnten Vitalitätsverlust, aber auch so andere Dinge, so Kleinigkeiten, Schaumkleinigkeiten, ständig husten müssen, also eine Schwäche der Lunge, aber auch Schwäche in der Kraft, Schwäche in der Leistungsfähigkeit, in der körperlichen Leistungsfähigkeit, einfach auch Einbußen in der gewohnten Fitness. Und dann fällt mir auf, dass Menschen, die die Krankheit hatten, dass die jetzt eigentlich gar nicht mehr krank werden, aber dass Menschen, die schulmedizinisch behandelt wurden, die ja streng nach den Leitkriterien behandelt wurden, dass die zum Teil immer noch krank sind, immer noch Störungen haben, starke Irritationen haben und nicht gesund werden wollen. Und dass die auch andere Sachen bekommen, dass die, so mein Gefühl ist, vermehrt Tumorkrankheiten haben, dass alte Tumorkrankheiten wieder hervortreten, wieder in ihrer Symptomatik und ihrem ganzen Krebsgeschehen wieder auftreten. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck. Ich weiß nicht, ob es da Studien drüber gibt, aber ich bin schon erschrocken, was manchmal in unserer Gesellschaft passiert mit den Menschen nach dieser Krankheit und nach diesen ganzen Anwendungen, wo ich oft gar nicht weiß, was die Anwendungen waren. Gibt ja natürlich auch das Phänomen jetzt nach medizinischen Sondermaßnahmen wie Thrombosen oder eben, wie du schon sagtest, diese Tumorthematiken. Kann ich diesen Menschen auch wieder regenerieren? Weil das Problem ist ja, dass die Folge davon, könnte man jetzt interpretieren, die ist ja so weitläufig. Ja? Genau. Das ist ja nicht so, du nimmst Produkt A und dann entsteht die Erkrankung. Das Fiese oder Tückische an der Thematik ist ja, der eine kriegt eine Thrombose, der andere kriegt einen Tumor, der dritte kriegt am ganzen Körper Gürtelrose oder Schuppenflechte oder chronisch müde. Also es ist ja wirklich, als ob
jedes System da seine eigene Schwachstelle demonstriert. Das macht es aber auch schwierig im Erkennen in der Therapie. Ja. Ich selbst hatte die Krankheit auch mal gehabt, einmal. Das war dann Kontakt mit dem Kranken. Aber das war relativ harmlos. Nach wenigen Tagen war das Gott sei Dank vorbei und kam auch nicht als Spätfolge. Aber da habe ich vielleicht auch Glück gehabt und habe auch gleich zu Beginn von dieser Krankheit dieses Qifeng Qidu, das alle kennen von der chinesischen Medizin, ich glaube inzwischen kennt es fast jeder, habe ich auch sofort eingenommen und das hat, ich glaube, ich war einen Tag richtig schlimm gelegen und dann ging das weg. Mhm. Und habe ich mich getestet, bin in die Berge gegangen, Berg hoch, Berg runter, gemerkt, da geht alles wieder. typische Medizin von mir. Ja gut, aber es ist so, dass es auch Präparate gibt in der chinesischen Medizin, die zur Nachsorge schon immer gedacht waren. Nachsorge bei Grippe, Nachsorge bei schweren Infektionskrankheiten. Und da gibt es eine spezielle Rezeptur, die ich gedacht zur Nachsorge, gerade nach diesen Krankheiten und vor allem Nachsorge und Erschöpfung. So heißt es auch. Mhm. Direkt Nachsorge und Erschöpfung oder Nachsorge bei Erschöpfung, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Das ist eine sehr gute Rezeptur, die uns wieder belebt, die uns erfrischt, die auch unsere Urqualität im Körper, wir haben in anderen Sendungen darüber gesprochen, die Urkraft in unserem Körper, die energetische Kraft des Qi, und das Blut wiederherstellt. Viele haben eben gerade die Symptome mit Husten, mit der Lunge, auch mit dem Körpergewicht. Mhm. Ja, und dann als Folge mit der Vitalität. Mhm. Kannst du feststellen, dass also mit TCM-Mittel auch die Chemie aus dem Körper geleitet werden kann, wenn man jetzt sagt, boah, dadurch habe ich jetzt eine Folgeerscheinung bekommen oder was auch immer. Das es gibt verschiedene Arten der Chemie, die in der Behandlung eingesetzt wurden. Es gab natürlich auch durchaus Stoffe, die ausgeleitet werden können, aber welche, die für immer drin bleiben. Mhm. Leider. Und was damit passiert mit uns Menschen, das wissen wir alle noch nicht. Mhm. Es gibt immer mehr Menschen, die scheinbar unbegründet schwer krank werden mit Krankheiten, die es früher so nicht gab. Ja, das hatte ich jetzt auch schon mitbekommen. Mit und das gibt mir zu denken. Verschiedenen Tumoren und so. Und ich weiß nicht, ob diese Behandlungsarten, die es gab, ob die immer so glücklich waren. Mhm. Ich denke, dass da aus der Not heraus viel entstanden ist, was nicht sein hätte müssen. Mhm. Also geht es jetzt letztendlich darum, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Im Prinzip ja. So, das Thema ist durch. Ja, ist ja. Man kann natürlich das Kind jetzt noch mehrfach hintereinander in den Brunnen fallen lassen. Zum 7. oder 8. Mal, wenn man meint, das macht mehr Sinn. Genau. Aber wenn man jetzt wirklich merkt, okay, das war jetzt nicht so die optimale Lösung, wie kriege ich mein System stabilisiert, ob ich es jetzt komplett rauskriege oder nicht, spielt jetzt mal keine Rolle, aber der Körper muss ja irgendwie oder der Geist auch. Man darf ja auch wahrscheinlich nicht vergessen, was passiert denn, wenn einem bewusst wird, dass man das Kind nicht gerettet hat auf dem Weg zum Brunnen, sondern es eigentlich noch reingeschubst hat. Ja. Das wird ja auch noch für die Psyche eine ziemliche Herausforderung sein. Es wurde in der Krankheit, in der Behandlung und im Umgang mit der Krankheit viel zerstört, also jetzt auf seelischer Ebene. Mhm. Tatsächlich, ich kenne da viele, die haben seit dieser Zeit einfach einen Knacks weg. Auch die ganzen Nichtstimmigkeiten in früheren gut Bekannten, unter Freunden, die sich nicht mehr gut zu machen zum Teil. Mhm. Ich habe da in der Pandemie, das war ein Ehepaar, weil sie in Comedy waren, völlig am Boden und gesagt, stellen Sie sich vor, wir wollten zum Kegel gehen, jetzt haben die uns eine wieder ausgeladen, haben uns heimgeschickt. Mhm. Verrückt, oder? Mhm. Und so kenne ich viele, die aus ihren gewohnten Kreisen, die sie jahrelang waren, wieder durch diese ganze Verwirrung, die es da gab und durch die ganze Anschuldigung, die es da gab, die ganze Verdächtigung, die es da gab, sind die so geschädigt, dass sie im Leben gar nicht mehr so gut klarkommen können. Und das finde ich auch ein großer Schaden, der nie besprochen wird, der nie irgendwo diskutiert wird. Mhm. Und der nie irgendwo versucht wird, anzugehen. Ja, da hat ja noch keine Aufarbeitung stattgefunden. Nee, da ist nicht. Noch jeder in seinem, in seiner, also kognitiven Dissonanz gefangen irgendwo,
man will sich ja auch schützen. Ich habe es in der eigenen Familie erlebt. Da gab es auch so Missverständnisse, da gab es so, manche neigen ja, die einen zu bombardieren mit ihrem Wissen, die anderen neigen sich ganz zurückzuziehen und keiner kann mit ihm umgehen. Es wurde aber auch nie irgendwo Material zur Verfügung gestellt, wie man das aufarbeiten kann. Mhm. Und Therapeuten sind alle heillos überlastet. Es kam jemand Psychotherapieplatz und die meisten müssen allein mit dieser Irritation, mit dieser Störung, mit dieser sozialen, seelischen Verwirrnis leben immer noch. Mhm. Gibt es da noch eine Mischung, wo man sagt, okay, wenn man jetzt, sage ich mal, noch Groll und Wut mit sich rumschleppt und eben noch nicht vergeben konnte, was da einfach alles passiert ist, ja, das ist ja auch eine Disbalance. Ja. Da steht ja auch die TCM, sagen wir mal, für Wut oder ich weiß nicht, was unterdrückte Traurigkeit oder was auch immer da alles. Alles diese Symptome, Wut, unterdrückte Traurigkeit, alles dies wird der Leber zugeordnet in der chinesischen Medizin. Die Leber wird damit in ihrer Funktion, in der energetischen Funktion geschwächt. Die Leber hat die Aufgabe in der chinesischen Medizin, unsere Grundenergie des Qi frei und harmonisch fließen zu lassen. Tut sie das nicht, entsteht Stagnation. Mhm. Das heißt Schmerzen, auch Gliederschmerzen, Muskelschmerzen und auch die ganzen seelischen Schmerzen. Welche Mischung werden das? Es gibt ein sehr gutes Mittel, das hat einen schönen Namen, das haben die Engländer so genannt, Free and Easy. Free and Easy Vantra Plus. Eine schöne Medizin, um die Leber zu stärken, um die Funktionen der Leber zu stärken, um das, was daraus resultiert in der Wut, da steigt die Wut ja nach oben, das kennen wir ja alles, dass uns das im Kopf steigt, die Wut, dass wir rot werden und dass bei manchen, die so stark ist, haben sie die Augen, die fallen schon bald raus. Das sind Dinge, die kann man durch das Free and Easy guten Griff kriegen. Jetzt muss ich dich mal fragen, dieses Wutthema, wenn jetzt jemand wirklich einen roten Kopf kriegt und so das demonstriert, lebt er das dann nicht aus? Weil ich kenne es eher unterdrückte Wut und sowas. Das kenne ich jetzt eher von mir. Weißt du, das liebe angepasste Mädchen, immer freundlich und drin macht's dich hier, ja. Das ist ja eben eigentlich so die. Weil so rot und wütend, das konnte ich nicht werden. Das macht zwei Schäden. Die unterdrückte Wut, die ist so als mit diesem Namen auch bekannt, aber auch die übermäßige Wut. Also in China also sagt man... einfach das Unterdrückte und das Ausartende. Die nicht angemessene. Oder zum nicht angemessenen gehört auch, dass die Wut nicht mehr aufhört, dass ich wütig bin und trotzdem nach Monaten immer noch in derselben Wut hängen bleibe sozusagen. Und das sind ungesunde Entwicklungen. Ich muss mich mit meinem Bewusstsein auch drüber stellen können, dass ich jetzt immer noch wütend bin und dass es eigentlich sinnlos ist und blödsinnig ist, immer, dass ich da immer noch wütend bin. Man kann das... Das sind ja aber auch alte Zellerinnerungen, gell? Genau. So, dass manchmal hast du ja diese Wut aus der Kindheit trägst du noch mit dir rum oder lass es von mir aus dem Leben davor sein. Irgendwo muss ja das, gibt es in der TCM überhaupt so lebensüberschneidende Erfahrungen? Ja, natürlich. Ja. Gerade in Bezug auf Wutthema. Wut wird ganz oft behandelt in China, spielt eine große Rolle. Und der Umgang mit der Wut. Dann muss man das doch irgendwie lösen können. Ist das durch das Free and Easy? Free and Easy ist ein Mittel, wo das löst, ja. Free and Easy hat auch die ganze Folgekrankheiten von der Leberschwäche, von der energetischen Leberschwäche, wie Blähungen, auch mit unserem Bauch, Kopfschmerzen, Migräne, Kopfschmerzen in aller Art, nicht nur die Migräne, aber auch diese seitlichen Schmerzen, so in diesem Bereich von den Rippenbögen, ist auch so ein, der Leber zugeordnet, der Leberstörung, der Leberirritation. Wenn jemand mit dem Umfang Probleme hat, ist es dann auch ein Symbol dafür, dass da Wut drin steckt? Oder kann das wiederum auf andere Organe auch? Das ist eher die Milz. Okay. Die Milz leidet und macht so zum Schutz diesen großen Panzer. Aber die Leber hat diese ungute Art, möchte ich mal sagen, dass das Leber-Qi nicht nur die Stagnationen auslösen kann, sondern dass das Leber-Qi auch zu stark nach oben steigen kann. Also zum Beispiel kann die Leber, muss ich anders anfangen, das Leber-Qi hat die Tendenz, von Haus aus nach oben zu gehen.
Die geht nie nach unten, immer nach oben. Jetzt kann sie stärker nach oben gehen, die ist ja nicht mehr normal, dann kann sie richtig stark nach oben gehen. Mit diesem roten Kopf, mit diesen wütenden Augen, aber auch mit den ganzen Folgeerscheinungen. Früher gab es mal so eine Werbung über die HB-Zigarette. Das HB-Männchen. Ja. Sag mal, er geht schon ab, ist HB-Männchen. Greife lieber zu HB, der ist ein Zeichen für die Energie, die nach oben schießt. Mhm. Und so kann das Leber-Chi auch andere Chi-Formen des Körpers mit nach oben reißen. Mhm. Zum Beispiel das Herz-Chi mit der großen Gefahr des Schlaganfalls, aber auch des Herzinfarkts. Es kann aber auch so nach oben gehen, dass ich in meinem Denken unklar wäre, dass ich Folgestörungen kriege an den Augen und natürlich auch im ganzen Bereich vom Kopf bis hin zu schweren Störungen in der Blutversorgung. Mhm. Das stark aufsteigende Leber-Chi kann auch die Arterien in ihrer Blutversorgung mindern, auch im Gehirn selber. Wenn man jetzt sagt, okay, mal wirklich in diese Vergebung, Verzeihen, ganz reingehen. Wichtig, ja. Was ist das für ein Organ? Also schon die Leber. Auch Ungerechtigkeit steckt dann auch in der Leber. Genau. Okay. Die wird da auch gestaut und gesammelt und sammelt sich als Energie an, die auch nach oben schießen möchte und aufschießend, aufstrebendes Leber-Chi, mir spricht dann ins Extremis zum Leberfeuer, ist immer schädigend. Und wo sitzt so eine Reue oder schlechtes Gewissen oder klar, wenn man jetzt natürlich rückblickend erkennt, da hat man vielleicht auch Unrecht getan oder? Das ist der Geist Shen. Das ist auch ein Organ in der chinesischen Medizin, oder als Organ bezeichnet. Und ich auch das Organ, wo mich drüber stellen kann, wo ich merken kann, aha, ich reagiere in dieser Situation immer gleich, immer gleich wütend. Mhm. Wenn ich es mal bewusst mache, dann kann ich das auch langsam abbauen und doch das bewusst machen. Also Shen Geist macht uns auch Dinge bewusst oder gibt uns die Fähigkeit, dass wir bewusst werden. Und das ist eine Lösungsmöglichkeit von sowas. Dass ich nicht mehr gefangen bin in dieser Reaktion. Aha, das und das passiert und ich reagiere so und so. Mhm. Und da ist wichtig, dass ich mir diesen Prozess klar mache. Anschaue, was ist passiert. Genau. Annehmen. Genau. Und dann auch vergeben unter Umständen. Mhm. Sich selber vielleicht auch vergeben. Natürlich. Das gehört genau. Ja. Oft noch wichtiger als den anderen vergeben. Ja, weil man entwickelt ja oft auch Strategien, wenn man merkt, dass man was vielleicht falsch gemacht hat, wird jetzt sicherlich in der Zukunft sehr oft der Satz kommen, weil man hatte ja keine andere Wahl. Genau. Es wurde ja so gesagt. Also. Aber man muss auch Dinge halt annehmen können, wie sie sind. Mhm. Und das gehört schon auch zu dem Wissen und zur Philosophie in der chinesischen Medizin dazu, dass ich auch das Bewusstsein habe und dass ich beim Bewusstsein sinnvoll umgehen kann. Mhm. Gibt es auch in der TCM, gibt es da so eine Typenlehre, so eher der rebellische Typ, der sich eben nicht unterordnet und der andere, der eher mit dem Strom geht? Ja, natürlich, so, ja, genau. Wie sind die so? Ja, das würde mich mal interessieren. Also Leber und Gallenblase haben ganz eigene Eigenschaften, wie wir sie auch aus unserer griechischen Medizin kennen. Das sind die Menschen, das sind die, wo die HB-Männchen sind, die schon an die in die Luft gehen, wenn sie nur eine sprichwörtliche Fliege an der Wand haben. Oder wenn einem jemand Regeln vorsetzen will. Genau, das sind die. Typisch die Lebermenschen sehr empfindlich. Mhm. Die lassen das ungern zu. Das ist lustig. Ja. Ja, weil wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, da werde ich gleich Fuchsteufel. Ja. Das kenne ich natürlich auch. Das aber den gleichen auch Typus, ja. Ja, das kenne ich auch, ja. Auf der anderen Seite ist so, dass Menschen mit anderen Organstörungen, die haben auch andere Probleme. Es gibt die großartige Leber in ihrer Hauptwirksamkeit, aber auch in der Unterdrückung, sagt man, China kann sie auch Depressionen hervorrufen. Mhm. Das ist auch die Ursache oft, die unterdrückte Wut, der unterdrückte Ärger, der unterdrückte Groll. Und dann gibt es andere Organe, die andere Funktionen haben. Zum Beispiel die Niere hat sehr stoffliche Funktionen, also ist für die Knochen zuständig, aber sie ist auch für die Grundenergien verantwortlich und für die Freigabe und das Verarbeiten der Grundenergien.
Also gerade die Essenz hat ihren Sitz in der Niere. Und die Niere hat die Aufgabe natürlich auch wie bei uns, das Wasser auszuscheiden, hat auch die Aufgabe, mit dem Schleim umzugehen, mit dem verdickten Wasser sozusagen. Und der Niere ist die Angst zugeordnet. Das sind sehr ängstliche, vorsichtige Menschen. Das sind die typischen Nierenmenschen. Mhm. Und so gibt es für jedes Organ der chinesischen Medizin auch ein psychisches Pendant. Das wäre zum Beispiel das, die Niere haben wir, die Leber haben wir, dann haben wir die Lunge. Die steht für die Traurigkeit. Mhm. Und es ist ja auch so, dass Menschen, die jetzt an Post-Covid-Syndromen leiden, auch an anderen Infektionskrankheiten, die nicht weggehen, oft mit der Lunge große Schwierigkeiten haben. Mit dem Atmen, mit dem Husten, mit Asthma. Ist es dann eine nicht gelebte oder gefühlte Traurigkeit? Oder? Kann beides sein. Oder wäre es dann mal gut, einfach mal zu plärren? Das tut jede, also gerade diese gefühlte Traurigkeit, die auch wieder bewusst gemacht wird, die ist zum Abbau sehr gut geeignet. Man muss auch mal tränen, man muss auch mal weinen können. Mhm. Ja. Okay, dann haben wir die Traurigkeit, wir haben die Wut, wir haben die Angst. Ja. Gibt es noch eine wichtige Emotion? Ja, es gibt natürlich insgesamt schon ein paar Organe noch. Aber wichtig ist die Leber beim Sport, die Niere haben wir besprochen, die Lunge haben wir besprochen. Und jetzt gibt es noch die Milz, die hat auch ihre, die Milz ist eigentlich fürs Denken zuständig, für das klare Denken. Und also auch Dinge hinterfragen oder Zusammenhänge erkennen. Ja, aber auch drüber nachdenken, inklusive Wille dazu, was zu tun. Mhm. Für den Willen ist die Milz auch verantwortlich. Mhm. Ja. Haben wir jetzt noch was vergessen von den Organen? Was macht denn die Bauchspeicheldrüse? Gibt es die in der TCM? Die gehört zur Milz. Das heißt ja. Das heißt bei uns Milz-Pankreas. Weil das höre ich gerade auch relativ häufig, dass immer wieder Leute mit der Bauchspeicheldrüse gerade Themen haben. Ja, das ist natürlich ein Teil der Verdauung, gehört damit auch zur Milz dazu. Mhm. Okay. Ja. Also mal so ein Rundum. Ja, das Herz haben wir noch vergessen, das ist ganz wichtig. Das Herz ist zuständig witzigerweise für die Freude, für die Fähigkeit, sich freuen zu können. Und im negativen Sinn gibt es die Freude auch als Schadenfreude. Das kann das Herz schädigen und den Geist des Gehirns schädigen. Also Freude ist schon ein wichtiger Faktor auch. Aber für alle Emotionen gilt, wenn sie übermäßig sind, wenn sie nicht mehr losgelassen werden können, dann sind sie krank. Okay. Also wenn ich von meiner Wut nicht loskomme, wenn ich von meiner Angst nicht loskomme, wenn ich von meiner Freude nicht loskomme, zum Beispiel, das ist der Klassiker, jemand freut sich, weil er, was weiß ich, im Lotto gewonnen hat und kriegt vor lauter Freude einen Herzinfarkt. Das ist schädigend, da ist zu viel Freude da. Ja, stimmt. Übermäßige Freude. Ja. Und so gibt es auch die übermäßige Angst. Angst ist ja aber Schützendes, was Wichtiges für uns, dass ich erkenne, aha, ich habe jetzt Angst, da gibt es 200 Meter runter, ich stehe da oben und habe Angst. Das ist was Natürliches, dass ich als solches erkenne und auch die Angst leben kann, dass ich jetzt nicht runterspringe natürlich oder ähnliche Dinge. Also es geht immer um die Übermäßigkeit, um das Nicht-Angepasste, das Nicht-Angemessene. So gibt es die übermäßige Wut, die nicht angemessene Wut, es gibt die nicht angemessene Freude und alles durch und so weiter. Hast du noch eine Rezeptur fürs Herz, für die Freude leben? Ja, fürs Herz habe ich eigentlich gute Rezepturen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was wir da nehmen könnten. Das Herz braucht immer, um freudig zu sein, einen Ausgleich zwischen Yin und Yang, zwischen Antrieb und Nicht-Antrieb. Es gibt so einen schönen Satz in der chinesischen Medizin, den habe ich von einem Lehrer oder den einer. Da heißt so: Ist das Herz stark, das heißt harmonisiert, und ist ausreichend Blut vorhanden, das Herz braucht auch Blut, dann ist das emotionale Leben ausgeglichen, das Bewusstsein ist klar und der Schlaf ist immer gut und fest. Mhm. Also hat auch was mit dem Schlaf zu tun. Mhm. Und mit dem Herz Yin, wo der Geist seine Heimat finden kann. Und da gibt es eine schöne Mischung, die Pille des himmlischen Kaisers. Das hört sich auch nicht schlecht an. Die steht da mit drin. Also ist immer so Sache mit Pille, Pulver. Es gibt inzwischen von allem, gibt es Pillen, es gibt Pulver, es gibt Rohkräuter, es gibt Kompaktate. Und da gibt es eben auch als Kompaktat diese Pille des himmlischen Kaisers.
Der Kaiser in seinem Reich, wo er allein gewohnt hat, der ist irgendwann mal etwas trübselig geworden und konnte nicht mehr schlafen, war unruhig, aufgeregt und hat sich nicht mehr wohlgefühlt in dieser Haut. Dann hat er seine ganzen großen Ärzte kommen lassen, die mussten drüber beraten, was für ihn gut sein könnte. Und die haben sich dazu entschlossen, zu kreieren diese Pille des himmlischen Kaisers. Und ist heute noch ein wunderbares Mittel bei Schlafstörungen, aber bei Störungen der Psyche, Nervosität, übermäßige Nervosität zum Beispiel. Ja, oder auch wenn man keine Freude empfinden kann. Ja, oder? Das ist auch eine Störung. Er war ja so, er konnte ja keine Freude mehr empfinden. Und das belebt das Blut und damit auch die Bewegung des Herzens und auch die seelischen Regungen des Herzens. Schön. Das Herz hat eine große Bedeutung in der chinesischen Medizin. Zum Beispiel gibt es einen Mensch, wenn du dir sagen würdest, du hast ein Xiaosin, ein kleines Herz, das heißt, dass du bist ein Feigling. Ah. Das ist ein Wort für Feigling, ein kleines Herz haben. Das sollte man eigentlich fast noch ein Interview über das Herz machen und die Bedeutung. Das finde ich auch noch spannend. Ja, es gibt ja auch total viel Themen dazu. Ja, das Herz ist wichtig und so gibt es auch andere Organe und Organfunktionen, die ihre Bedeutung haben. Es gibt auch die kleine Gallenblase. Das sind Menschen, die ihr Leben nicht steuern können, die nicht zufrieden sind mit ihrem Leben, immer unzufrieden. Heute mache ich dies, morgen das und dann passt mir das wieder nicht. Die können ihr Leben nicht, wörtlich heißt, die können ihren Lebensplan nicht gestalten. Okay. Manche wissen ja oft genau, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Aber die wissen nie, was sie machen wollen. Und machen sie was, dann hört sie wieder auf damit. Kleine Gallenblase. Ja, super. Also ich merke, uns gehen die Themen nicht aus, nur die Zeit. Vielen Dank, Dieter, war die wieder ganz dahin, toll. Ja. Wenn doch die Leute wirklich sich informieren wollen zu den Mischungen oder so, wie man die wirklich sauber herbekommt, hast du da noch einen Tipp? Ja, es gibt aktuell nicht so viel Apotheken. Es gibt die Rosenapotheke in Rosenheim, es gibt die Bahnhofapotheke in Kempten und dann soll es für alle Schweizer in Basel noch eine Apotheke geben. Aber da kann man von nachschauen, TCN im Apotheken, dann hat man es. Ja, super. Und dann vielleicht noch Kompaktade. Aber die Schweizer Apotheke soll auch Kompaktade vertreiben. Ja, habe ich auch gehört, ja, super. Also in Rosenheim, die ist sehr engagiert, sehr interessiert und hat sich auch, glaube ich, extrem gut vorgebildet. Und die kann auch immer, wenn man Fragen hat, passende Antworten geben. Klasse. Das ist gut. Vielen Dank. Gut. Danke auch. Liebe Zuschauer, ja, ich hoffe, Sie sind auch motiviert, da einfach für den Körper, für die Balance, die Organe auch wieder alles zu tun, um in Einklang zu kommen. Und immer wieder schön, dass wir Gäste haben, die uns auf diesem Weg begleiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss. Bis bald.